Guten Morgen. Moin, moin. Und herzlich willkommen. Ich freue mich. Das ist meine erste Runde. Wir werden ganz einfach starten. Wegbereiter. Kartengröße habe ich mal auf groß gestellt. Alles andere. Zufällige Siedlungsname. Wir lassen es. Wir nehmen einfach das Vorgegebene. Total cool. Erweiterte Einstellung. Habe ich noch nicht weiter reingeguckt, will ich mich auch gar nicht mit belasten. Wir gehen einfach mal rein. Ich bin so gespannt. Wir haben die Umgebung erkundet. Verschaffe dir einen Überblick über das Land, das deine Dorfbewohner erkundet haben, und wähle einen vielversprechenden Standort für dein Dorfzentrum. Es ist wichtig, dass du einen Ort wählst, der in der Nähe der Ressourcen liegt, die du für den Aufbau einer erfolgreichen Siedlung brauchst. Ressourcen wie Ton, Eisenerz und potenzielle Nahrungsquellen. Ja, genau hier wollen wir das probieren. Ihr seid alle so glücklich. Nicht. So wollen wir. Primitiver Brunnen. Brennholzspaltplatz. Okay. Ich sag ja, wir bauen es mit Sicherheit irgendwie zu. Attraktivität 0. Stark. So ein bisschen Trinkwasser wäre, glaube ich, ganz schick. Ach, wenn irgendwann so kleine Karren und so vor sich her schieben. Oh yeah. Fertig gebaut. Nice. Ich glaube dann... Okay, da brauchen wir noch Holz. Wir bauen die Stämme einfach nochmal mit ab. 25 Steine, 40 Bretter zum Ausbauen. Oh, Raubtier gesichtet. Den haben sie aber schnell gelegt. Sehr gut, sehr gut. Nahrung. Nahrung ist so eine Sache. Wohnraumknappheit. Es gibt nicht genug Wohnraum für die Anzahl an Dorfbewohnern in deiner Siedlung. Baue mehr Hütten. Hütte. Holzbretter. Verbesserungskosten sind 6. Nahrungsart. Primitiver Brunnen. Stadtzentrum Stufe 1. Wo steht denn, wie viele Leute da drin sind? Bum, 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 bum. 4. Okay, es passen 4 rein. Wow. Wow. Okay, wir brauchen ein paar Häuser mehr. Oh, 20 Arbeitskräfte. Da steht jetzt nicht drin, wie viele man braucht. Okay, ich verstehe. Okay, mit 16 hätten wir genug. Wir machen mal Play und dann müssen wir mal den Weg uns raussuchen. Mauerstraße. Ah, Weg. Einmal rumverbinden, ne? Sind es hier die Bären? Ja, gut, okay. Dann lassen wir die Straße einmal nur hier unten rumlaufen, damit wir uns nicht gleich die Bären da oben wegkloppen. Bären? Guck mal, Holz produzieren wir auch schon. Geil. So, dann sollten wir eigentlich erstmal genug hier abbauen. Also drumherum zumindest. Wir machen ein bisschen Platz. Wir räumen ein bisschen auf. Bauen wir den nicht ab? Den bauen wir nicht ab. Jetzt bauen wir ihn ab. 12 von 12. Jetzt sagt er nur noch knapp. Also ein Gebäude bauen wir mehr. 16. Sehr gut. Weitere Leute warten auf die Erlaubnis, sich deine Siedlung anzuschließen. Sammel einen 4-Monats-Vorrat an Nahrung und stelle 6 Häuser bereit. Das ist ein Blattgemüse. Wir brauchen Fleisch. What's that? Sand. 1697. Müssen wir eh aufpassen, dass wir es nicht überbauen oder wie auch immer. Moin, moin. Hallo, Kiva.
Herzlich willkommen. Oh, zwei angegriffen. Okay, er ist verletzt und er rennt nach Hause. Das finde ich gut, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Wenn ich vom Raubtier angegriffen worden wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal also entweder zum Arzt laufen oder nach Hause. Nahrung ist halt wirklich knapp noch, ne? Nahrung ist wirklich knapp. Nahrungsproduktion. Wir können die Jagdhütte aufbauen, wir können eine Sammlerhütte aufbauen. Eine Fischerhütte ist, glaube ich, gerade eher schlecht. Wir haben kein Wasser. Ein Acker. Und eine Räucherei. Für einen Acker bräuchten wir aber irgendwas anderes noch, oder? Das wäre natürlich schick, ne? Aber direkt neben dem Dorfzentrum, wo wir sowas später ja auch nicht haben, ne? Ah, dann bauen wir das später um. 7 Menschen sind in deinem Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen oder sie abweisen? Abweisen. 7 zugewandert. 19 von 24 Bewohnern. Wir müssen expandieren. Wir müssen expandieren. Ein belebter Markt würde helfen, Gold zu verdienen und neue Siedler in unsere wachsende Stadt und Siedlung zu locken. Märkte beliefern Häuser und verdienen Gold, abhängig von der Anzahl an Häusern in ihrem Arbeitsbereich. Warte mal. Märkte beliefern Häuser und verdienen Gold, abhängig von der Anzahl der Häuser. Okay, abhängig von der Anzahl. Markt. Wohnraum? Nö. Annehmlichkeiten. Friedhof. Ich will noch keine toten Bürger. Den müssen wir echt noch finden. Bevorstehender Schneesturm. Das ist gut, wir haben so viel Nahrung. Geil. Gut, dass wir so viel Nahrung haben. Ich bin stolz auf unsere Nahrungsproduktion. Ein Hoch auf unsere Nahrungsproduktion. So Leute, es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Schneesturm. Ich werde schwach. Ja, im Winter lässt sich auch schlecht anbauen. Ich glaube, unser Fleisch wird reichen, oder? Oh, Witz nicht. Okay. Oh, das erste Mal leider sterben. Schade. Das wäre schade. Na klar, zu allem Glück gibt es dann auch noch ein Raubtier. Sehr gut. Aber die werden ja im Winter auch nichts finden. Also warum sollte eine Sammlerhütte im Winter was finden? Versteht ihr, was ich meine? Jo, und die Wölfe heulen. GZ. Das wird ein verdammt harter Winter für uns alle. Let's go. Zwei Monate. Wir haben Fleisch dazu bekommen. Oh, wir haben Fleisch. Oh, wir brauchen unbedingt Steine. Priorisieren. Wir müssen die Räucherei fertig kriegen. Habt ihr Bock zu bauen? Dann baut unsere Räucherei.
Ah, Siegen ist, glaube ich, ganz nice. Ja, wir gehen mal hier rüber in dem... Ah, hier ist der Sammler auch, ne? Aber noch näher ans Dorf will ich jetzt auch nicht. Ah, dann wird das hier schon gut sein. Auf die vergangene Zeit, mein Freund. Auf die vergangene Zeit. Ein Schluck auf die Erinnerung an die vergangene Zeit. Ja, auch keine Brauerei. Beruhigen Sie sich. Mhm. Okay. Wir brauchen 16 Stämme. Wir haben 49. Okay, priorisieren müssen wir das halt nicht. Die Räucherei ist wirklich wichtig. Brennholz haben wir genug dafür. Untätige Dorfbewohner. An die Arbeit. Wir gucken nochmal durch. Also, wir könnten einen Friedhof bauen. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will nicht, dass Leute sterben. Also. Wenn ich keinen Friedhof habe, können die Leute nicht sterben. Ist ein bisschen wie City Skylines. Hast du keine Feuerwehr, gibt es keine Brände. Also zumindest am Anfang. Also, meine Freunde, ihr braucht jetzt noch 1776. Was sind denn das? Arbeitskräfte, Zeiten. Irgendwie sowas. Angeln wäre halt sick, aber geht nicht. Haben wir nicht. Blattgemüse, Kräuter. Also die Nahrungsmittelproduktion geht mir ein bisschen zu langsam voran, glaube ich, für unsere Leute, weil wir die ganze Zeit auf Null hängen. Natürlich ein riesiges Feld gebaut, wahrscheinlich schon für den Anfang. Straßen, zack. Sägewerk. Wir können sägen. 8 Bretter haben wir schon. Ja, Nahrungsvorräte. Ja, wir arbeiten dran. Da man nicht sieht, dass produktiv Sachen über die Straße bewegt werden. Können wir denn sehen, dass ihr Ressourcen holt, respektive was jagt? Je mehr Leute einziehen lassen, will ich gerade nicht. Wir sollten erstmal nur Lebensmittel produzieren. Keine Map aufrufbar. Wo finden wir Wasser? Ich glaube, ich baue den Weg erstmal weiter, damit wir überhaupt irgendetwas mal sehen. Das ist vermutlich nicht die blödeste Idee. Blattgemüse. Können wir Blattgemüse weiterverarbeiten? Irgendwie? Sammlerhütte, Fischerhütte, Acker. Nee. Stadtzentrum Stufe 2 wäre wichtig, damit wir ausbauen können. Wir brauchen also viel, viel mehr Holz. Wir machen aber die Produktion ein bisschen hoch auf Stufe 3 mal. Also die Geschwindigkeit meine ich. Produktion. Produktion wäre auch cool.
Vogelnest. Vogelnest. Ertrag 17 Eier. Boah, nice. Oha, und viele Wildtiere. Aber das wird wahrscheinlich nur über die Sammlerhütte gehen. Kompostplatz. Fäkaliensammler. Menschliche und tierische Abfälle. Monatliche Kosten 4 Holz. Wo wollen wir hin damit? Hier. Was haben wir noch? Bogen. Na, das ist wahrscheinlich sinnvoll, dass wir uns verteidigen können. Dann würde ich aber behaupten, wir bauen hier eine Straße rüber. Mauerstraße, Straße. Die Sammler. Die Jäger und die Sammler. Die setze ich hier unten rein. Hier. Und unseren einen Jäger. Ich glaube, der ist sinnvoller hier unten. Standort des Gebäudes verschieben. Weil hier haben wir ein Wildschwein gesichtet. Einfach umsetzen, einfach gucken, was passiert. Oha, okay, Mitte im Sommer, Jahr 2. Oh, ich hoffe einfach, dass es nichts mit der Feldgröße an sich zu tun hatte. Und dass wir da irgendwie noch einen Ertrag rausbekommen. Alles andere wäre schlecht. Haselnussstrauch. Eier. Ja, dann müssten wir aber auch langsam ein bisschen Vorräte kriegen hier, ne? Wobei, wir haben halt immer noch kein großes... Doch, wir haben ein großes Lager. Sehen wir irgendwo schon Wasser? Schön wär's gewesen. Bögen. Produktionsrate 1. Ach, reicht. Ein Forstbetrieb wäre schön. Da ist unser Markt. Ja, nice. Hat aber auch gedauert. Bis wir den gefunden haben. So sexy ist das jetzt nicht, ne, auf der Seite. Wir platzieren uns mal sozusagen. Wie wäre das denn? Dann wäre hier ein Haus. Annehmlichkeiten, Dienste. Probieren geht über Studieren.